Einbahnstraße oder Sackgasse. Fast die gesamte ärztliche Belegschaft der Helios-Kliniken Bad Grünenbach streikt seit heute. Nachdem der alte Tarif von 2007 ausgelaufen ist, soll nun ein neuer her. Und zwar ein Vertrag, der anders als der alte besser an die Bedürfnisse der Ärzte angepasst ist. Der Outcome war so, dass die Ärzte eine 40-Stunden-Woche hatten. Weniger Geld, also kein Urlaubs-, kein Weihnachtsgeld im Vergleich zu den Psychologen bekommen haben, die 38,5 Stunden haben und das ganze Geld haben. Das war also für die Ärzte letztlich ein schlechter Outcome. Wir haben trotzdem gesagt, okay, wir machen das, weil das Lohnniveau an sich okay war. Aber inzwischen klafft die Schere so weit auseinander, dass wir einfach gesagt haben, nee, so geht das nicht mehr. Und deswegen wünschen wir uns einen Ärztetarif. Ja, also auch nichts Spezielles, auch nichts Überhöhtes, sondern einfach nur einen Ärztetarif, einen ganz normalen. Knapp ein halbes Jahr liefen die Verhandlungen zwischen dem Marburger Bund und Helios. Zu einem Ergebnis ist es bisher nicht gekommen. Die Ärzte sprechen von einem Minimalangebot von Helios, das jenseits von Gut und Böse liege. Von der Klinikleitung heißt es dazu: Die Forderungen der Gewerkschaft bewegen sich auf einem Niveau, das weder in Bezug auf die wirtschaftliche Situation der Grönbacher Reha-Kliniken noch im Hinblick auf das allgemeine Tarifumfeld im Bereich der Rehabilitation auch nur annähernd angemessen ist. Der Marburger Bund dagegen behauptet, die Gehälter der hier angestellten Ärztinnen und Ärzte lägen, verglichen mit ähnlichen Kliniken, deutlich unter der normalen Bezahlung. Zum Beispiel die Dienste. Wir haben Vordergrunddienste für 140 Euro pro 24 Stunden. Dieser Tarif ist seit über 10 Jahren nicht mehr erhöht worden. Natürlich möchte keiner Dienste machen. Das heißt, am Wochenende hockt man hier oder ist 24 Stunden verfügbar und kriegt 140 Euro brutto. Ja, und das ist nicht angemessen. Im Rahmen des alten Haustarifvertrags hätte man sich bereits mit Verdi auf Tarifsteigerungen geeinigt, so Helios. 2,4% für 2013 und 2,6% für 2014 sowie eine einmalige Sonderzahlung für 2012. Dieses Ergebnis sehen wir als Basis für die Verhandlungen zu einem dienstartspezifischen Tarifvertrag für die 29 ärztlichen Beschäftigten am Standort Bad Grönenbach. Ja, das ist für uns einfach sehr schwierig, weil wir möchten hier gerne arbeiten oder viele von uns möchten hier gerne arbeiten, weil wir die Arbeit gut finden, tatsächlich tiefgründig und intensiv die Arbeit hier möglich ist. Ich schätze auch die Klinik an sich und ich würde gerne hier bleiben, aber notfalls müssen wir echt gehen. Und 4 Leute haben schon gekündigt, es stehen weitere Kündigungen aus und es gibt keinen Nachwuchs. Das heißt, möglicherweise ist die Klinik bedroht. Der Streik ist unbefristet, noch ist ein Ende nicht in Sicht. Die Versorgung der Patienten ist für die Dauer des Streiks sichergestellt, die Zukunft des Klinikstandorts momentan nicht.